Moin moin Leute, hier ist Yannis Lee und willkommen zurück zu unserem Let's Play One Piece Treasure Cruise. Heute haben wir ein paar mehr Leute als normalerweise, und zwar mehr als ein. Wir haben hier zum einen den... Felix. Der hat auch einen One Piece Account, und wir haben... Filgor. Der hat keinen One Piece Account, deshalb weiß ich gar nicht, wieso er... Noch nicht. Noch nicht, aber der ist einfach nur so. Sag mal eben deine Freundesnummer, Felix. 943-862-204. Okay, also falls ihr noch ein paar Leute für eure Freundschaftsliste braucht, lasst es einfach sein. Nein. Danke. Ladet ihn ein und dann könnt ihr ihn ja auch mal ein bisschen Freundschaftspunkte geben. Der ist auch ein relativ aktiver Spieler. So, wir waren letztens stehen geblieben, und zwar wurde mir gesagt, dass ich einen der stärksten Charaktere überhaupt bekommen habe, dass ich gar nicht realisiert wird. Dass ich gar nicht realisiert habe, und zwar Rick. Ruffy, und zwar den Ballon Ruffy. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt so heißt. Aufgeblasener. Genau, aufgeblasener Ruffy auf Deutsch. Wir bleiben jetzt immer auf Deutsch. Und ja, gehen wir mal eben in die Taverne, denn ich habe zwei Freundschaftsbeschwörungen und einen Rare Recruit, den wir machen können. Machen wir das gleich. So, in der Zeit kannst du uns mal von deiner One-Piece-Karriere erzählen oder wann du angefangen hast, beziehungsweise wie weit du in der Story bist. Ja, also durch Zufall habe ich eben eine Nachricht bekommen, dass ich jetzt 6 Tage hintereinander aktiv bin. Sprich, vor 6 Tagen habe ich auch begonnen mit dem Spiel. Zufall, ich denke und, nicht. Und bin jetzt in der Syrup Village, an dem gleichen Punkt wie Yannis Lee selbst. Und ja, er hat recht, ich bin ein aktiver Spieler jetzt mittlerweile. Die letzten 6 Tage, wo ich angefangen habe, und ich werde das auch so weiterführen, denke ich. Und Yannis Lee, du kannst dir gleich nochmal erläutern, warum dieser Ruffy überhaupt so gut ist. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, Felix ist ein aktiver Spieler, den könnt ihr euch auch auf die Freundschaftsliste holen. Ruffy ist so gut dadurch, dass er einen, wenn ich die Charakterbots eben aufrufe, eine passive Fähigkeit hat und eine aktive Fähigkeit hat. Und zwar der Special ist zum Beispiel: für 3 Runden nehmen wir 50% weniger Schaden, und die Captain Ability ist 20% des Damages werden nicht genommen. Also 20% Schaden werden nicht erhalten. So, Freundschaftsliste haben wir jemand Neues bekommen seit dem letzten Mal. Ich glaube nicht. Wir können das mal eben durchgehen. Wie gesagt, falls ihr euch sieht, könnt ihr euch einen Ast abfreuen. Okay. Ich habe mal eine Frage für diese Folge, und zwar: welches Team habt ihr? Mit Team meine ich zum Beispiel ein Geschicklichkeitsteam oder ein Int-Team, also ein Intelligenzteam. Ja, sowas meint ich. Schreibt das einfach in die Kommentare, und wie immer, ich werde alle Kommentare beantworten. Ja, relativ simpel so. Jetzt machen wir aber wirklich, anstatt die Freundschaftspunkte Recruit, den wir eben gemacht haben, machen wir jetzt eben den Rare Recruit. Und gucken mal, was wir davon bekommen. Oh, eine goldene. Oh, den ich schon habe, okay. Aber wieder ein Chopper, und zwar ein Dex-Chopper. Das aber nicht so schlimm ist, denn dadurch können wir mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit den Skill upgraden, den er hat. Denn wenn man 2 gleiche Charaktere zusammenfused, besteht eine Chance, sich den Skill zu erhöhen. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Einheiten wieder verkaufen. Dadurch, dass unsere Charakterbox voll ist. So. Ich will jetzt aber nicht weiterreden, und zwar müssen wir das nächste Kapitel weitermachen in Zero Village. Und deshalb nehmen wir gleich mal einen unserer Freunde und gucken mal, wen hast du denn gerade als Anführer? Ich habe Sanji als Anführer. Dann gucken wir mal, ob du schon irgendwo hier bist gerade. Sanji, Super Felix, sehr gut. Das war natürlich sehr gut. Das ist reiner Zufall gerade. Aber ich sehe dich. Was haben die Illuminaten jetzt damit zu tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Und wer hat Daniel Aminatis Pausenbrot geklaut? Ja, sehe ich genauso. Okay. Vieles mehr erfahren Sie in der weiteren Folge von Yannis Lee. Nein, so fies bin ich nicht. Ich lasse meine Zuschauer nie von einem Cliffhanger hängen, weil mir meine Zuschauer immer am Herzen liegen.
Außer manchmal. Außer die Hater. So, aber wir begeben uns jetzt endlich mal in die in das Kapitel rein. Und zwar jetzt nehmen wir mal einfach den CP9 mit und gucken mal, wie wir uns da drinne schlagen. Wir sind schon kurz vorm Ende der Zero Village. Und zwar sind wir schon mal 1. Ja, das brauchen wir jetzt nicht sehen. Wie immer. Ich wollte das sehen. Das war mir klar. Du musst aber erstmal das Spiel anfangen, dann hast du irgendwelche Rechte. irgendwelche Rechte, die Cutscene zu sehen. Außerdem kannst du die dann in deinen eigenen Durchlauf sehen. Ja. Wie gesagt, das wird auch nur für eine Folge sein, dass die beiden hier sind. Das ist jetzt einfach nur so aus der Not geschustert. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Ein Comeback ist immer da. Die Chance man auf ein Comeback. Immer zweimal im Leben. Die Chance auf ein Comeback ist natürlich immer da. So. Aber bis jetzt sind das wieder nur diese Dämonenviecher. Weißt du irgendwas Näheres zu den Gegnern hier? Da du ja schon, glaube ich, ein paar mehr Folgen von One Piece geguckt hast als ich. Kennst du die, die gerade auf dem Bildschirm sind? Oder denkst du, die sind nur für das Spiel und nicht in der Folge, also nicht in dem Anime enthalten? In der Tat sind diese Personen in dem Anime enthalten. Ach so, okay. Hast du auch irgendwelche wissenschaftliche Nachweise, auf denen wir das prüfen können? Ja, die Krabbe wird in der Tat von einer gewissen damaligen fetten Piratin mit einem Kanonenrohr zerschossen. Ah, okay. Durch Spoiler. Den Kopf. Spoiler-Alarm! Spoiler-Alarm, ja. Ja, du bist hier am falschen Platz für Spoiler-Alarm. Garbage. So, also, was wir auch gleich nochmal machen werden, ist eine Evolution. Und zwar habe ich die große grüne Krabbe für die Evolution von Zoro bekommen. Bei dem neuen Krabben-Event. Und deshalb werden wir ihn gleich upgraden. Also evolutionieren. Jo, aber viel. Das ist immer jemand. Was? Fischgesicht. Fischgesicht, ja, Arlon. Den kannst du bei der Story erhalten. Yep, Arlon. 1000 Attack. Ja. Chillig. Okay. Also Arlon, ja, sehr starker Charakter, eindeutig. Ist aber auch einer, der auf den letzten Inseln, ja, sein Lager aufgeschlagen hat. Und den kannst du auch relativ gut farmen, wenn du natürlich genug Energie und Zeit hast. Jo. Aber bis jetzt den meisten Schaden. Wen hast du denn als Damage-Dealer in deinem Team? Das heißt, der bei dir den größten Schaden im Team macht. Ebenfalls Sanji. Auch Sanji? Okay. Ja. Also hast du den als Leiter genommen, weil der den meisten Schaden macht. Okay. Als Endboss haben wir hier den Hypno-Maga mit seinen zwei Scheiben, die er in seinen Händen rotieren lässt. Natürlich. Wie sollte das auch anders sein? Swing, weiter geht's. Ja, das war also die Frage nicht vergessen, die in diesem Part gestellt wird. Welches Team habt ihr? Also Dex, Int oder Geschicklichkeit, also oder Schnelligkeit. Mal gucken, was ihr habt. Ich freue mich über eure Kommentare, wie immer. Aber jetzt gucken wir uns die Endresults an und danach entwickeln wir Zoro. Oh yeah. Ja, ein 9. Wie gesagt, auch nur ein Nebencharakter, kein Hauptcharakter durch die Story. So, gehen wir auf unsere Crew und Evolution. Und wir nehmen den Zoro, den ich dadurch, dass ich die große grüne Krabbe in dem Krabben-Event gefarmt habe, jetzt entwickeln kann. Ja. Bubbidi Bubbidi und Ultra Super Rare. Crew has exceeded Maximum Cross added the Crew. So, dadurch, dass wir den upgegradet haben, sind seine Kosten gestiegen. Das heißt, wir werden Smoker von der Band removen, damit wir erstmal das Team so beibehalten können. Das ist jetzt nicht für immer so, sondern das wird einfach eben eine Nebenlösung sein, solange bis wir jemanden haben, der in unser Team reinpasst, den wir benutzen können. Ja. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Du wolltest noch Chopper fusen. Achso, ja, genau. Ja, okay, das genau. Genau, das können wir noch eben machen. Das ist sehr gut. So. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ach nee, wir wollen den Power-Up machen. Und zwar wollen wir den normalen, also den größeren Chopper, den wir haben, mit den kleineren fusen. Guard Point Tony Chopper. Wenn wir ihn selber damit verfüttern, also ihn selber mit sich selber evolutionieren, kriegen wir erstmal
ein paar Level ab und noch denselben Charakterbonus, der eine Chance auf ein Skill-Upgrade gibt, den wir aber nicht bekommen haben. Tja. Schade. Schade, hätte ja gut sein können. Ja, aber ich bin Janis Lee, ich bedanke mich an Felix und Fögel für das Erscheinen in dieser Episode. Bitte, bitte. Okay. Wie gesagt, hast du deinen Freundschaftscode nochmal, damit du den eben schnell durchgeben kannst, bevor wir den Part hier beenden. Das wäre nett, aber bevor ihr das macht, sage ich schon mal, ich bedanke mich fürs Anschauen, ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, das kommt auch von Fülgor, dass es einen schönen Tag ist. Und nochmal mal kurz zu meiner Find Friends ID. Ist auch so, ich heiße nicht Felix im Spiel, ich heiße, also meine Band heißt quasi die, wie heißen die denn nochmal? Die Banger. Irgendwas mit Banger, werdet ihr schon sehen. Auf jeden Fall, die ID ist 943, ich wiederhole 943-862-204. Ich bedanke mich im Voraus schon mal und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Jo, und ich auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, auch wo wir uns in der nächsten Folge nochmal sehen. Und ja, jetzt kommt das Outro. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.